Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Wir spielen heute auch wieder die Nitado Ostermap und sind auf der Suche nach dem Ei, was hier meinen Kompass durcheinander bringt. Und die Frage ist, wo hat sich der Osterhase das Ding versteckt? Ja. Tja, ich sehe da die Endertruhe, aber da sagtest du, die hätten wir schon, gell? Ja, die hatten wir auch schon. Kannst du gerne nochmal reinschauen, oder die hatten wir eigentlich schon? Also. Also hier dreht es überall durch. Der Kompass ist aber auch so ungenau. Man kann sich bestimmt irgendwann ein Update erspielen. Meinst du? Na, nein, ich bin hallo. abgestürzt, ich bin abgestürzt, ich bin abgestürzt, ich bin abgestürzt. Ach, das überlebst du. So, ich gucke jetzt mal hier das Fenster. Ich sehe einen Zombie-Kopf. Und, ich sehe einen Zombie-Kopf, eine Truhe, noch eine Truhe. Das ist uninteressant. Ja, das Ei ist schwer versteckt hier. Das ist bestimmt so offensichtlich, dass wir beiden das einfach nicht sehen. Mein Mikrofon war gerade so weit weg. Hoffentlich habt ihr mich alle gehört. Ja, wenn ich dich gehört habe, haben die dich bestimmt auch gehört. Ja, die hören mich ja an der gleichen Lautstärke wie du. So, jetzt bin ich wieder genau am Mikrofon und hier geht's in den Keller. Oh. Hier geht's in eine Höhle. Folge der Höhle. Oh, mir ist auch gerade noch eingefallen, wo noch ein... Jetzt wird aber kein Oh, Eier... hier, die geheime Shisha-Bar. Wusste ich's doch. Eindeutig. Hier sogar noch mit den Pilzen, die werden hier gleich angepflanzt und dann auch gleich wieder verraucht. Alles solche Drogensuchtis. Halt. Guck mal, wenn wir jetzt hier... Oh, da hinten ist eine Endertruhe. Irgendwie leckt das Spiel gerade ein bisschen bei mir. So, jetzt geht's. Zack. Oh, was ist da drin? Da drin ist alles für einen Speed-Trank. Ich bin abgestürzt. Komm, schaffst du. Komm, wenn ich das selbst schaffe. Ja, geschafft. Da drin ist alles für einen Speed-Trank. Ich habe mein Inventar jetzt fast voll. Ich nicht. So, da oben liegt aber auch kein Osterei mehr. Und hier wird ja auch sowieso gerade gar keins angezeigt. Aber mir ist noch eingefallen, wo noch ein Ei sich versteckt. Und zwar... Oh, hier geht eine Leiter hoch. Ja, war ich schon. Da kommst du noch hier. Ist ja langweilig. Und zwar müssen wir den Brunnen finden. Den Brunnen vor dem Tore. Der müsste hier in der Nähe vom Marktplatz sein, denn beim Brunnen, da gibt es... Ah, warte, hier geht noch die Treppe, geht hier nochmal eine weitere Treppe, geht nochmal hoch, ne? Oben im Dach ist auch nichts. Ah, verdammt. So, jetzt müssen wir den Brunnen suchen. Und zwar war ich auf dem Marktplatz gewesen, der jetzt auch noch in der Nähe sein müsste. Ja, da musst du hier lang. Warte, folgen wir einfach mal. Ich habe mir so ein Star-Auge entwickelt, dass ich immer genau auf die Minimap schaue und dann ist der Marktplatz nämlich gleich da. Ich weiß nicht, ob wir hier Wegpunkte auf der Karte setzen dürfen oder ob das als Cheating ausgelegt wird. Ja, also Cheating ist es ja nicht. Aber wir können uns ja gar nicht hier teleportieren, ne? Aber ich kann Wegpunkte anlegen. Ja, aber kannst du dich auch zu den Wegpunkten hin teleportieren? Nee, das brauche ich ja nicht. Ich muss ja nur einfach sehen, wo der Markt... Also ich könnte mir ja dann einfach markieren, hier ist der Marktplatz, weißt du? Und dann, das hilft mir, hilft das dann mal schon weiter. So. Ich habe dich wieder verloren, aber ich bin jetzt auf dem Weg zum Marktplatz. Moment. Irgendwo steht hier ein Brunnen rum.
Okay. Ach, der feine Herr wollte sich nicht die Schuhe nass machen. Du bist also über die Brücke gegangen, oder? Nein, 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 ich bin durchs Wasser geschwommen. Dachte gerade schon, wie dich für einen Kaiser gehört, der macht sich doch nicht die Schuhe nass. Der läuft über die Steinbrücke, während unser eins, wir armen, geknechteten Landsleute durchs Wasser schwimmen müssen. Nein, das würde ich ja niemals machen. Sowas mache ich nicht. Guck bei dir in der Aufnahme nach. Nein, nein, nein. Kannst du durchgucken, also. Ich bin Schneidest du ein Stück rum, jetzt mitten nimmst du mal, durchs nimmst du noch Wasser. eine Stelle auf, Mitten wie du durchs über diese Wasser. Brücke hier läufst. Mitten durch. Und ich habe ja schon einmal hier gespielt. Okay. Und zwar ohne aufzunehmen. Und da habe ich einen Brunnen gefunden. Aber ich zeige euch erst noch mal was anderes. Vielleicht haben wir ja jetzt mit den neuen Einstellungen vom. Kommst du denn mit? Ja, ich folge dir. Vielleicht haben wir jetzt mit den neuen Einstellungen. Ich habe ja jetzt das Bild ein bisschen höher gestellt. Ein bisschen heller, meine ich. Nicht höher. Oh, Stelle. Stelle? Ja. Ich glaube, das war ja hinten in dem Haus gewesen. Das wird mir nicht mehr angezeigt, also habe ich es wahrscheinlich schon. Ich durchsuche mal das. Pass auf, wir machen das so, wir teilen uns auf. Ich durchsuche das Gebäude oder du durchsuchst das Gebäude Ja. und ich durchsuche das andere Gebäude. Das Ach Gebäude ja. ist leer. In den Stellen warst du schon? Nee, da gehe ich auch jetzt mal hin. In den Stellen ist auf jeden Fall eine Endertruhe, die ich schon ausgeraubt habe. Okay, warte, ich komme. Hast du eigentlich beim Start auf die Uhr geguckt? Ja. Und 20 Minuten sind schon wieder rum. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Also laut meiner Uhr sind 20 Minuten schon wieder rum. Ja, Leute, Warte mal, ganz willst du... kurz. Dann zeige ich euch aber jetzt trotzdem noch den letzten Punkt. Da machen wir ein bisschen Überlänge, aber ich zeige euch noch den letzten Punkt, den ich eigentlich jetzt zeigen wollte. Dafür hüpfen wir jetzt hier hoch. Denn so geht das ja nicht. Wir müssen ja schon ein bisschen was finden. So, Ja, hier. also müssen ja den Zuschauern noch was bieten. Ja. Heute im Angebot Ostereier. Passend zum Tag. Und Vom zwar. glücklichen Hasen. Und zwar muss ich mal auf meine Koordinaten gucken. Ah ja, du wolltest mir mal die Höhle zeigen. In diese 436. Höhle. Wir müssen zu 436. 436, 807. Und das wäre dann hier oben. Ach ja, du hast mir gesagt, in dem Berg gibt es ja dieses Tunnelsystem, ne? Ja, ihr seht, da drüben ist die Burg. Hier oben ist das blaue Osterei. Und da hinten ist auch der Hinweis, nicht alle Eier sind oberirdisch versteckt und ihr müsst auf der Rückseite diesen Punkt hier finden. Und hier Ah. geht's hinein. 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 Und jetzt sehe ich sogar was hier. Das habe ich letztes Mal überhaupt nicht sehen können. Hopp. 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 Endertruhe. Okay, Mit goldener einem Apfel. goldenen Apfel. Hopp. So, und leider gibt es hier doch kein Ei. Doch, also das Schild sagt ja, es muss ja eins geben. Und zwar in diese Richtung. Da geht es vielleicht noch weiter. Geht's hier weiter? Stockenduster ist es hier. Deswegen wäre ich gerne Nö. mit einer Fackel hier reingegangen. Aber eine Aber Ende. man darf doch noch keine Blöcke setzen. Nee, für eine Fackel bräuchten wir ja keinen Block zu setzen. Wieso nicht? Ja, du musst doch die Fackel nur in die Hand nehmen. Ach nee, Ach,
Das ist dein Mod, ja, das ist dein Mod, den Ja, du raus hast. scheiße, der wird wahrscheinlich hier nicht funktionieren. Ich vergesse das immer, weil ich immer Dynamic Light drauf habe. Für die Leute, die es noch nicht kennen, mit Dynamic Light habt ihr die Möglichkeit. Ich müsste jetzt in diese Richtung. Ich müsste jetzt direkt nach Süden. Und du? Mir zeigt er direkt. Na, warte, jetzt orientiert er sich neu. Ja, jetzt müsste ich direkt nach Osten. Nach Osten? Ja, aber ich denke auch, ob sich hier irgendwas befindet und ob wir überhaupt noch mal was finden werden. Wir haben euch jetzt ja schon die Endertruhe gezeigt mit dem leckeren goldenen Apfel. Aber weißt du was? Soll ich dir was sagen? Folge. Wir nehmen erst seit 11 Minuten auf. Ich habe gerade nachgeguckt. Dann stimmt irgendwas mit meiner Uhr nicht. Das machst du zu lang. Wahrscheinlich hast du jetzt immer so in 20 Minuten, hast jetzt gedacht, jetzt habe ich so lange überzogen. Jetzt müssen wir das mal reinbekommen, ne? Dann laufen wir jetzt mal nach Osten, zu deiner Anzeige. Ja, das wäre nicht Bist so Bist du eigentlich hier beschossen oder was? Ach nee, du fällst alles runter. So, das wäre so in die Richtung. Okay, ich laufe dir nach. Ah, hier ist die Mauer. Die Mauer, die uns trennt. Ich schalte mal in Turbo-Modus. Wir haben ja auch einen Geschwindigkeitstrank. Ja, den will. Oh, hier ist ein Ei. Ja, das hatte ich schon. Das hatte ich schon. Wie viele Eier hast du jetzt? 107. Und wie viele Eier hast du wirklich? 21. Ich hab 20. Wir müssten jetzt in diese Richtung. Dann fehlt dir nur noch das Ei aus dem Brunnen. Und das hier war so ein bisschen die Area, wo ich auch rumgelaufen bin. Ach nee, das, Moment. Sekunde. Das hier hinten könnte es nämlich sein. Ach nee, das ist die Werft. Hier ist die Werft. Gut. Kannst du von da oben den Brunnen sehen? Nee. Warte, ich guck mal auf der Minimap. Nee, ich sehe nur diese Gerberbohnen. Ah, da ist nichts drin, da habe ich schon geguckt. Ah, ich guck jetzt mal zur Schiffswerft. Bei mir dreht hier der Kompass durch. Bist du noch auf der Mauer? Nee, ich bin unten. Bei den beiden pinken Eiern. So, wo sind die denn? Bei der Werft? Ja, ich laufe drauf zu. Ich müsste so ein bisschen südwestlich müsste ich. Hier dreht immer mein Kompass immer mal so durch. Also mal dreht er ganz stark durch und dann mal wieder nicht. Also ja, jetzt dreht er bei mir auch durch. Vielleicht stimmt, unten auf dem Boden. Hier ist nichts mehr. Also er dreht hier bei den lila Eiern durch. Ja, jetzt dreht er auch hier in der Stadt, hier so bei mir durch. Ja, so, schau, genau wenn ich hier stehe. Komm mal zur Werft, zu dem Einboot mit den weißen Segeln und grün-roter Flagge. Und jetzt siehst du mich ja schon auf dem Minimap. Und hier dreht er auch bei mir durch. Ich habe zumindest eine Endertruhe gefunden. Echt? Also hier dreht er durch. Wo ist die Endertruhe? Und zwar ist die auf dem Schiff da. Wie kommen wir auf das Schiff? Ja, bestimmt. Schwimmen. Ich sehe aber keine Leiter. Was gemein wäre, wenn man das Schiff so bauen würde, dass man unter dem Schiff durchtauchen muss. Und dass da dann der Eingang ist. Das finde ich mal cool. Guten Tag. Da. Oh, ich muss ganz dringend auftauchen. Oh, ich habe die Leiter gefunden. Wo?
Hier hinten. Okay, ich komme. Und ins Wasser gefallen. Hier war ich gerade, ich bin auch blind. Ah! Bin oben. Und hier dreht der Kompass auch durch. Zwei Goldnuggets und ein Boot. Ein Boot? Ja, ein Boot. Und hier dreht der Kompass auch durch. Also muss es hier auch ein Ei sein. Ja, stimmt. Im Lagerraum. Oh, ich bin voll runtergekommen. Lagerraum. Ich bin voll durchgefallen durch das Ding. Der Lagerraum gefällt mir hier gerade sehr. Guck mal, die haben das drei Felder breit gebaut, dann geht es so in Stufe hoch und dann geht es zwei Stufen hoch. Das müsste man eigentlich nachbauen können. Ja, ist ja nicht so kompliziert gebaut. Aber weil, hier dreht er durch. Weil das heißt, hier ist auch ein Osterei. Weil das ich Boot, hab's. Weil das Boot, was ich gebaut habe, das ich ist... Ich hab's, Osterei. Ja, ich hab's auch. Weil das Boot, was ich gebaut habe, das sieht ja nicht so schön aus. Doch, das ist wunderschön. Ich muss das... Ja, jetzt müssen wir das Boot ja eh umparken, da ja... da immer mehr zugebaut ist. Mhm. Und das mit der Sortieranlage funktioniert ja irgendwie eine nicht so gut. Person hat die Verbindung verloren. Da kannst du sie ja wieder abreißen. Jo, ich fahre mit meinem Boot. Aber wenn du jetzt dagegen, wenn du jetzt da hinten gegenfährst, dann geht dein Boot kaputt. Weil ich fahre mal auf den Ozean hinaus. Tschüss! Mach es gut. Oh, ist kein großer. Ist gar kein großer Ozean. Es wird mir immer noch hier hinten bei den lila Eiern wird mir immer noch angezeigt, dass... Oh, da ist eine Höhle, da ist eine Piratenhöhle. Verdammt. Wo? Oh, die ist cool gemacht. Wo bist du denn wieder? Oh, mal schauen. Ja, hier ist eins. Oh, ist das geil gemacht. Auf der Insel, oder was? Nee, nee, ich zeig dir das. Warte, ich komm mich abholen. Muss gerade aufpassen, dass ich mein Schiff nicht zu Bruch fahre. In welche Richtung bist du denn gefahren? Ich hol dich ab. Wir treffen uns bei dem Schiff, wo wir eben waren. Ich muss mal gucken, wo ich mein Schiff ins Wasser setzen kann. Ah, da hinten. Diese Leute, bei uns lernt ihr viel, zum Beispiel, wie man perfekt lange Bootsreisen organisiert. Ja, und jetzt seht ihr gleich, wie man ein Schiff zerstört, weil ich nämlich immer das schaffe. Wo bist du? Sag ich nicht. Bin jetzt schon bei dem Schiff, wo wir eben waren, ne? Ich schippe raus auf das Schiff zu. Ich sehe schon dein Boot, sehe ich schon. Ach da, ja, okay, warte. Und jetzt komm mit. Nein! Boah, das war knapp. Folg mir mal. Ich finde das voll blöd, dass die Boote kaputt gehen, wenn man irgendwo anstrandet. Hm. Und jetzt guck mal da oben. Da oben siehst du so schon so einen kleinen Heilige Eingang. Scheiße, das sah aus wie eine Mini, wie so eine Mini-Insel. Und jetzt ist das hier voll das Megateil. Und hier siehst du, hier ist so ein... Ja, habt ihr es gesehen? So macht man ein Boot kaputt. Meins ist noch ganz. Nur ich krieg's gerade auch mir nicht... Boah, hier steht voll das Schiff drin. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich dir doch gerade gesagt. Das ist voll bei Ombi, Ombi kann ich mein Boot nicht mehr zerstören. Das hat sich irgendwie festgebackt. Okay, jetzt habe ich's. Wo bist du? Bin gerade irgendwie versunken. Ich suche gerade mein Schiff. Das Schiff ist, Ja, erzähl ruhig. Das, Schiff in dem Berg, das ist voll geklaut bei den Goonies.
Kennst du die? Nee, das kenne ich nicht, die Goonies. Das ist so ein Kinderhorrorfilm. Das ist schon ziemlich alt eigentlich. Ich glaube, so Horrorfilm? Ja, so Horrorfilm für Kinder sozusagen. Also jetzt nicht so horrormäßig. Und zwar Kinder suchen, entdecken irgendwie ein Schiff in einem Berg versteckt und ja, müssen da so müssen eine ganze Menge Abenteuer erleben und so. Hab's all gefunden. Ich bin nicht auf dem Kompass. Du musst hier runtergehen. Ins Lager. Alter, sind die reich. Kann ich das mitnehmen? Hier stehen Diamantblöcke, Emeraldblöcke und Goldblöcke rum. Hier ist das Ei. Hier. Aber wir können uns ja nochmal am Schiff umsehen. Da gibt es bestimmt noch eine Endertour. Ja, ich muss gerade mal hier so einen Screenshot machen. Du kannst ja nochmal einen von der Höhle machen mit dem Schiff. Und wie lange nehmen. Oh nein, nein, ich habe mich selbst eingesperrt. Ah, ich dummes. Hilf mir raus. So, liebe Freunde, ich muss dann leider auch das Spiel verlassen. Tut mir leid, also ich habe irgendwie meinen Begleiter hier total verloren. Nein, ich bin aber noch nicht. Ja, die Treppe hoch. Hilf mir aus dem Gefängnis. Tja, also irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Willst du wirklich einen armen kleinen Jungen ausnutzen? Warum nicht? Ach, da ist er. Ich glaube, du musst schnell sein, um rauszukommen. Ich hätte mir zur Not auch einen Heben machen können. Ich habe heute Morgen eine Servereinstellung gefunden. Oh, hier geht's nochmal hoch. Ja, auch, ja. Ich habe heute Morgen eine Servereinstellung gefunden. Da steht, wenn man das einschaltet. Wie kommen wir denn da hoch? Keine Ahnung, aber hier geht's auch weiter. Es sieht aber richtig geil aus, dieses Schiff hier. Wenn man das einschaltet, kann man Stahltüren einfach durch Drücken, dagegen drücken, öffnen. Das habe ich eingeschaltet, aber irgendwie hat das nicht geklappt. Ey, das ist cool. So würde ich auch gerne wohnen. Guck mal, der Sonnenuntergang. Das ist echt cool. Vielleicht sollten wir bei uns auch nochmal sowas suchen. So ein Abenteuer. Ich habe ja auch überlegt, dass man vielleicht so einen Abenteuerbaum baut, auch mit so Wegen oder so, und dass man das Ganze dann noch begrünt. Klingt auch ein bisschen komisch, Abenteuerbaum. Ja, so ein Kletterbaum, kennst du das nicht? Ja, ich kenne sowas schon, aber oh, ich habe gerade einen Gedanken. Oh, hab die Endertour gefunden. Was hast Faden, du denn? Faden, Stock, 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 Faden, Pfeil. Was hast du denn schon wieder? Alles für den Boden. Was hast du denn wieder verstanden? Nichts. Nein, sag. Nein. Doch, war ich denn nach der Aufnahme? So, wo ist denn die Endertruhe? Hier. Hier oben. Guck hoch. Da. Faden, ja. Jetzt müssen wir noch mal ganz nach oben gehen. Ich habe mein ganzes Inventar voll. Wir müssen mal ganz nach oben gehen, denn da gab es, glaube ich, auch noch was. Okay, gerne. Ach ja, diesen Höhleneingang. Hm. Eigentlich gibt es noch viel mehr. Ich sehe gerade auf der Minimap, dass es hier auch eine große Stadt gibt. Stimmt, da gucke ich gerade drauf. Du hast die Minimap sehr klein eingestellt oder sehr über, wie sagt man denn da? Aus einer sehr hohen Perspektive, sehr hohe Auflösung. Genau. Also ich bin jetzt mal ganz da oben gelaufen, hier gab es jetzt nicht irgendwie eine Truhe oder sowas. Und der Kompass sagt, ich soll zur Stadt laufen. Ja, ich geh zu diesem einen Haus von der Stadt am Wasser, das sehe ich von der Minimap aus und sieht sehr riesig aus. Jetzt bin ich fast dreimal. Und was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, dass wir gleich eine Pause machen müssen. Und ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Bist du schon auf dem Weg zur Stadt? Siehst du den Osterhasen? Nee, ich will zu dem Haus am Wasser. Das ist so ein riesiges Haus da. Ich sehe dich auf der Minimap. Da ist die Stadt, aber da will ich jetzt gar nicht hin, sondern ich will zu diesem riesigen Haus am Wasser. Ja, ich hüpfe mal jetzt hier hoch. Genau. Bin gleich bei diesem riesigen Haus.
Aber was zumindest aussieht wie ein Haus. Ich würde sagen, wir gucken uns das Haus noch an und dann müssen wir leider, liebe Freunde, eine kleine Folgenpause machen. Aber wir gucken uns jetzt noch das Haus von MB Zocker an, wie ich den gefunden habe. Ja, Haus am Wasser. Siehst du mich schon? Ja, ich bin hier gerade von dieser riesig hohen Klippe, bin ich gerade hier runtergejumpt. Ich sehe dich nicht auf der Minimap, Moment. Okay, du bist da. Jetzt kommst du auf mich zu. Jetzt hüpfst du gerade den Berg hoch. Ich dachte, du wolltest hier zu dem Haus. Ja, das hier ist es ja. Das sah von oben richtig cool aus. Alles. Ach hier, das ist ein Haus mit einer Schiffswerft. Also zwar, hier ist eine Endertour mit drei Eichenbaumstämmen. Die habe ich sogar noch untergekriegt. Also Leute, in der Werft. Auf diesem Insel hier, da findet ihr dann auch noch eine Endertruhe. Ja, das aber nächste Ei. Ich denke, die Stadt und alles, was hier sonst noch ist, zeigen wir euch dann in der nächsten Folge. Das würde ich auch so sagen, denn wir müssen jetzt Feierabend machen. Wir wollen nämlich noch ein bisschen an unserem Server weiterarbeiten und müssen noch andere Sachen aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns demnächst wieder. Wir haben ja jetzt schon ein paar Eier gefunden. Vielleicht können wir ja ein bisschen auch Koordinaten tauschen. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Und vielleicht hat es euch auch gefallen. Ihr könnt auch schreiben, ob es gut so mit mir ist oder ob ihr euch denkt, ach nee, so ein Spasti, den wollen wir gar nicht erst haben. Wir hassen alle deine Stimme, also wirklich, lass es lieber Sandrik alleine aufnehmen. Also das könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube, die wollen lieber dich haben wie mich. Hat euch gefallen und ciao. Ich glaube, die wollen lieber dich haben wie mich. So einen alten Grummelbär wollen die gar nicht haben. Ja. Hier geht's runter an die Mole. Dann, ciao. Und wie das Ganze hier aussieht und so, das gucken wir uns tatsächlich jetzt in der nächsten Folge an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Macht's gut. Mit einem Blick auf das Meer. Tschüss. Treffen wir uns.